Hallo, auf dem Radlwadl Videokanal auf YouTube. Ja, der Radlwadl ist halt wieder auf dem Weg. Und so früher haben wir nicht gewusst, wo ich hinfahren soll. Da habe ich gedacht, mache ich eine Fahrt ins Blaue. Und habe mir mal Richtung Kitzbühel gehalten. Und da bin ich jetzt auch gekommen, im Bereich vom Weiler Seebicheln. Da, wunderschön. Also, heute wieder ja Traumtage zum Radeln und das mache ich auch heute. Ich weiß selber noch nicht, wo es mir noch hinschneibt heute. Aber jetzt fahre ich dann da weiter, da um Richtung Schwarze und von Schwarze dann weiter Richtung Reit bei Kitzbüche. Der Verkehr ist dort. Es ist wie in München auf dem Stachus her. Jeder ist halt raus, in der freien Natur, logisch, wenn es so schön Wetter ist. Die Bauern suchen. Ja, ich habe gesagt, ich fahre jetzt noch um Richtung Reit bei Kitzbühel. Und von da nachher auf den Ausberg.
Das ist ein wunderbarer Aussichtsberg. Ich werde sehen, da haben wir noch super Aussichten, eine an Kaiser und mit zum Kitzbühler Horn. Und natürlich auch da oben nach Richtung Hannenkamm. Ja, es verspricht ein wunderschöner Tag zu werden. Und ich fange mittels Actionkamera fange ich die Bilder ein und ich hoffe, ihr könnt es genießen. Und wünsche euch noch viel Spaß mit der weiteren Radeltour vom Radlwadl. Und hier ist jetzt meine Äpfel fertig. Ich bin dabei. Auf dem Weg Richtung Hohlenauer Kreuz. Da hat es schon halb mit dem Aufstieg zum Maßberg auf. Das sind also ca. 400 Höhenmeter, wo wir da zu fahren haben. Aber mit dem Strom geht es ja ganz gut. Und doch, ist ein bisschen was zum Treten. Komme ich auch zum Schnaufen. Ja, wie gesagt, Hohlenauer Kreuz. Das ist dann Richtung Wilder Kaiser. Und da haben wir einen fantastischen, wirklich sensationellen Ausblick in den wilden Kaiser, da zeigt er sich von seiner schönsten Seite. Ja, also da freue ich mich aber wieder richtig drauf, wenn ich drüben beim Hohenauer Kreuz die Aussicht am Kaiser auf genießen kann. Ja, bis dahin belage ich mich noch ein bisschen an. Gehen wir weiter. Schauen wir, was kommt. Packen wir es, dann haben wir es. Ja, liebe Leute, jetzt bin ich herum beim Hohlenauer Kreuz. Der Traumaussicht an Kaiser rein. Seht ihr sehr bei den Einspielungen. Die ganze Pracht von Kaiser ist da. Und das Wetter natürlich passt auch dazu. Unten und da unten ist Going am wilden Kaiser. Und ich fahre dann weiter Richtung Katten, Gehöftgruppe Katten. Und da ist der Übergang dann oben auf Elmau. Und da am Übergang melde ich mich noch wieder. Aber bevor ich weiterfahre, möchte ich nur meine zwei neuesten Abonnenten begrüßen. Und zwar ganz herzliche Grüße zum Daniel von seinem Kanal Auf Tour mit Daniel. Das ist ein E-Biker, der fetzt ganz bärig um und macht super Aufnahmen von seinen Touren. Und schaut mal vorbei beim Daniel, der braucht es auch.
notwendig wäre. Jeder hat YouTuber, die Abonnenten, und abonniert es nicht fest und Daumen nach oben. Ja, der Daniel, danke nochmal für deine lobende Erwähnung in dem letzten Video. Der Radlwadl, immer auf Tour, gell? Ja, und das nächste, was ich ganz herzlich begrüßen möchte in meiner Abonnentenrunde, das ist die Saskia von Sasse Weit Weg Kanal. Die Saskia ist eine Weitwanderin, die ist schon weiß Gott wo man an, die hat immer den ganzen Alpenbogen mit der Wanderung durchgegangen, und ganz bärige Aufnahmen, und manchmal wandert sie mit dem Esel und dann wieder allein. Und also mit dem Esel meine ich jetzt nicht ihren Freund, sondern richtig. Jetzt habe ich mich was eingekriegt, gell? Ja, ich weiß sie. Nein, Saskia, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber du hast ein Video, wo die Wanderung mit dem Esel drauf ist, und die ist mir in Erinnerung geblieben, wie auch deine ganzen anderen Videos, was du so machst. Und ganz besonders, was mir taugt, ist das, dass du selber immer mit der Ukulele auf dem Weg bist und dass du deine Videos zum Großteil auch selber vertonst mit deinen Stücken, was du auf der Ukulele spielst. Da nochmal ein Wunsch von mir, ja, liebe Zuseher vom Radlwadl-Kanal, schaut bei der Saskia vorbei. Sasse Weit Weg heißt der. Ich verlinke es dann unten in die Bemerkungen nachher nur mehr nachher. Ja, das waren meine zwei neuesten Abonnenten, und ihr seht, mein Kanal wächst und wächst. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber das kommt schon. Also, das muss auch nicht alles, was gerade über den Knie gebrochen werden, sondern steht der Tropfen hält den Stein, und so stetige Abonnenten erhöhen meine Anzahl, und das taugt mir immer nicht. Mittlerweile bin ich schon bei den, ich glaube jetzt 140 oder was jetzt so auf die langsam, und das taugt mir immer. In diesem Sinne gehen wir weiter, fahren wir weiter, dann haben wir es. Auf geht's zum Karten, und dann geht's euch auf Elmar. Macht es gut, viel Spaß noch. So, jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg. Auf zum Aschberg, oder besser gesagt zur Griffgruppe Karten. Da ist der Übergang. Ja, und da vorne ist jetzt gleich mitten der Zapfen mit dem Sender, das ist das Spitzbühler Horn. Und ja, ich wiederhole mich aber. Es ist ein Traumtag heute. Ich glaube, man jeder lernt, was in die Ruhe kommen muss. So, vielleicht kurz aus. Looking at ain't what it seems. I don't live here, I'm just a passing through. Can't demand like a
So, jetzt kommen wir, sind wir schon in Sanktehan. Und die Tour geht jetzt schon langsam am Ende zu. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mit dem Radlwadl auf dem Weg zu sein wieder. Ich darf sagen, es war halt wirklich eine wunderbare Panoramatour. Da auf den Asberg und dann mit einem Blick kommen wir an Gulden Kasa vom Hohlenauer Kreuz. Und Elmau sind wir gewesen, haben auch Gulden Kasa super gesehen, Kitzbühler Hohen. Ja, alles, was das Herz begehrt. Schöner geht nicht mehr, aber öfter gegangen noch. Also, wir werden sicherlich wieder auf dem Weg sein, der Radlwadl. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Euch kostet nichts, mich haut es bei YouTube für. Und sollt ihr irgendwas zum Sagen haben, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, natürlich gerne in den Kommentaren vermerken. Noch habe ich einen überschaubaren Kanal, wo ich eigentlich alle Bemerkungen oder Fragen beantworten kann. In diesem Sinne wünsche ich nur viel Spaß, eine schöne restliche Woche. Euer Radlwadl. Viertling, macht es gut. Jetzt haben wir es gepackt und jetzt haben wir es. Viertling.